So, endlich ist es soweit. Wir sind am Start mit MISTKÜBI. Wir fangen mit MISTKÜBI an, weil da können wir euch ein bisschen erzählen, wie es hergegangen ist, dass wir jetzt so sind, wie wir sind. Und so stehen, wie wir stehen. Und da stehen, wo wir stehen, nämlich. Das ist mein MISTKÜBI. Ich hab für dich eine Geschichte übrig. Grüß euch. So, jetzt wartet mal bei mir daheim in meiner Hut. Das ist der Original 97er Opel Astra. Das war das erste Auto, was ich gehabt habe. Mein Rapmobil. Wenn wir da durch Freistadt gefahren sind früher, wo es ein wenig finsterer war, also hinter die ganzen Silos, haben wir die Schleiwerl da verkauft. Da hätten wir sogar noch eins. Für einen 20er war es dabei. Steuerfrei. Feine Gugelrutz-Lackierung. Jetzt sind wir bei meinem neuen Ride. Das ist der Seat Leon. Weiß. Super Trackshittaz Tagging auf der Seite. Da hinten haben wir einen Maibaum-Silo. Nur weiter hinten Misthaufen. So schaut es halt bei mir aus. So, jetzt sind wir zurück vom Fuhrpark, jetzt sind wir in meinem Crib. Das war die U8-Karriere beim Fußballspielen von mir. Da hat es angefangen, da war ich der Kapitän. Das erklärt uns dann da die Pokale haben. Ja, also der Manuel ist eigentlich schon seit dem Ken immer der Hip-Hopper gewesen. Er hat jeden Tag ein Kapperl auf. Also ich glaube, wenn er das Kapperl auf hat, dann kann keiner kennen. So, jetzt stehen wir direkt vom Kapperlkasten von mir. Wie man sieht, der Haufen da, für jeden Anlass ist das Richtige dabei. Und eins seht ihr sowieso nicht. Ein Manix ohne Cap. So, das war's jetzt von meiner Hut. Ab zum g-neila. Das ist mein MISTKÜBI. Ich hab für dich eine Geschichte übrig. Direkt aus meinem MISTKÜBI. Entscheid's. Nein, die waren mir stumm. Ja, ich hab mir gedacht, MISTKÜBI ist Thema. Ich will ein bisschen dekorieren auch schon. Es war viel Arbeit, aber jetzt schaut's wirklich nach MISTKÜBI aus. Also. Gut. Ich hab mein MISTKÜBI braucht, um ein bisschen umeinander hauen. Er war anfangt richtig selber meine eigenen Beats zu machen, habe ich 2006. Und das waren halt die ersten Gehversuche, die gar nicht so gut waren. Ja, die Lieblingsaktion, die ich sofort in Erinnerung gekriegt habe, wie der Luke im Fernsehen auftaucht ist mit seinen Musikkompositionen, war der Programmierunterricht. Da habe ich dann die Schüler ein paar Soundclips zur Verfügung gestellt. Einer davon war eine Maschinengewehrsalve. Das hat der Lukas gleich gebaut, auf Endlosschleifen draht. Und dann hat er sich das da durchgenommen und stopp, stopp und klatsch, klatsch. Und das war laut. Das war so laut, bis wir nicht mehr aushalten können. Ne? Aber wenn du hineingehst, sagt Lukas, nein, leise. Okay, nice. Tür zu, dann nach 2 Minuten wieder. Boom, boom, bin ich mega stolz auf Mimi und meine Rapperei. Ich hab natürlich zum Lukas auch gesagt, wie zu alle, aus dir wird nie was. Und man hat's eh gesehen, er ist dann nur Zweiter. Mit dir hier auf, aber der Textgang hat noch ewig. Das war mein MISTKÜBI. So, das war's jetzt wieder mit T&G TV. Schneller zieht sich das Arbeitsgewandel an, weil wir müssen jetzt wieder einen neuen Track bauen. Und ja, wir sehen uns einfach in den nächsten Folgen wieder. Peace. Das war der Scheiß. Der Frühscheiß. Direkt aus meinem MISTKÜBI. Das war der Shit. Yeah, Bitch.